Soziale Resonanzfähigkeit ist deutlich mehr als nur Einfühlungsvermögen. Ich will das an drei Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel vor einigen Jahren erlebt. Ein Coachee hat während eines Coaching-Gespräches plötzlich völlig die Fassung verloren und über einen ehemaligen befeindeten Arbeitskollegen erzählt, der jetzt Krebs hat und dem er den Tod wünscht. An dieser Stelle habe ich kurz überlegt, dieses Gespräch überhaupt abzubrechen und aufzuhören, mit ihm zu arbeiten, weil das ein absolutes No-Go in meinem Wertesystem dargestellt hat. Ich habe innegehalten, habe es nicht getan und habe das Gespräch weiterverfolgt, habe das Ganze hinterfragt, habe sehr viel Einblick bekommen in die Persönlichkeit der beiden. Und im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, dass ungefähr nach 20 Minuten, nachdem das passiert ist, mein Coachee sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat, wie er diesem ehemaligen Arbeitskollegen jetzt helfen kann in dieser schwierigen Phase. Wir haben uns dann einige Dinge ausgedacht, die helfen könnten, und er hat sie ausprobiert und er hat wirklich essentiell dazu beigetragen, dass dieser ehemalige Arbeitskollege seinen Krebs besiegt hat. Die beiden haben sich versöhnt und er hat ihn begleitet, nämlich in dieser Phase und auch noch danach in seiner Entwicklung. Er ist absolut gesund geworden und das ist jetzt ein Beispiel, das erste, das zeigt, also Einfühlungsvermögen und Springen über den eigenen Schatten, das eröffnet dann Führungsfähigkeiten. Das heißt, in der sozialen Resonanzfähigkeit steht einerseits das Einfühlungsvermögen, andererseits auch die Fähigkeit zu führen. Und dieses Beispiel zeigt also, dass man andere führen kann. Meine soziale Resonanzfähigkeit in diesem Fall hat geholfen, ihn, meinen Coachee, dahin zu führen, seine Grundeinstellung zu hinterfragen und durch eine andere zu ersetzen, um dann hilfreich zu sein. Es hat beiden gut getan. Das zweite Beispiel, das ist die Führung dann nach innen. Das ist auch ein Ereignis, das mir lange davor passiert ist. Ich hatte einen Vortrag gehalten, den ich schon oft gehalten habe, und habe bemerkt, dass meine Mitarbeiterin sehr unruhig bei diesem Vortrag gewirkt hat. Und ich habe sie nach dem Vortrag eben gefragt, so um Feedback gebeten, und sie wollte mir zuerst keines geben. Sie hat gesagt, na, es war alles in Ordnung, und ich habe aber dann nachgestoßen, ich wollte es genauer wissen. Und dann hat sie kurz überlegt und hat mir dann ehrliches, aufrichtiges Feedback gegeben. Sie hat mir dabei tief in die Augen geschaut und hat wirklich gesagt, was sie sich denkt. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis für mich, weil während sie das getan hat, ist in mir richtige Wut aufgestiegen und in meinem Kopf sind Gedanken gelaufen, dass ich meine Mitarbeiterin für diese Frechheiten, die sie mir an den Kopf wirft, das war natürlich mein Etikett, was ich draufgegeben habe, ich habe ihr Feedback mit Frechheiten bewertet, aber dass ich sie für diese Frechheiten eigentlich fristlos entlassen müsste, und Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Und Gott sei Dank hatte ich eine Aufzeichnung von diesem Vortrag, den ich mir dann sowieso zwei Tage später gleich angesehen habe und feststellen musste, dass meine Mitarbeiterin mit ihrem Feedback zu 100% recht hatte. Es war nicht in Ordnung, was ich da bei einigen Dingen getan habe. Und es war einer der größten Lerneffekte für mich, nämlich die Selbstführung, diesen Emotionen nicht sofort nachzugehen, sondern da einfach ein Stück innezuhalten und das neu zu bewerten und schauen, ob nicht ein Feedback, das mir jemand anders gibt, wichtige Informationen für mich enthält. Das war also das zweite Beispiel, das heißt, das war die Führung von anderen, das zweite war die Führung von sich selbst in schwierigen Situationen. Das ist auch soziale Resonanzfähigkeit. Und das dritte Beispiel, das ich bringen möchte, ist aus dem Sportbereich. Es war sehr amüsant für mich, das zu entdecken. Ich habe selbst eine sehr lange Sportlerkarriere hinter mir, also über 30 Jahre Leistungssport, zuerst Leichtathletik, dann Volleyball. Und in diesem Zusammenhang hatte ich eine
U15 Damenmannschaft trainiert. Und das war sehr interessant, waren 12 Spielerinnen und eine davon war in allen technischen Elementen nicht besonders herausragend, aber ich musste feststellen, immer wenn diese Spielerin am Spielfeld war, hat das Team um eine ganze Klasse besser gespielt. Das war für mich als Trainer eine eigenartige Erfahrung, dass jemand, der da drinnen ist und in den technischen Elementen nicht besonders ist, aber enorm wichtig ist für das Gesamtergebnis dieses Teams. Und das ist das Problem, also ich hatte Wechselspielerinnen, die alle deutlich bessere Spielerinnen waren als die eine, die ich da ausgetauscht hätte, aber ich gebe eine bessere Spielerin in die Mannschaft hinein und die Leistung der Mannschaft wird aber nicht um das besser, sondern sinkt, weil dieses Mädchen hatte diese soziale Resonanzfähigkeit. Sie war jetzt nicht von dem technisch-taktischen die Leistungsbringerin, sondern sie war die soziale Komponente, die bewirkt hat, dass das Team insgesamt besser gespielt hat. Was auch zeigt, dass nicht zwangsweise immer die Teams mit den allerbesten Spielern das beste Ergebnis erzielen, aber diejenigen, die diese soziale Resonanzfähigkeit haben. Und deswegen ist neben der geistigen Zielklarheit, der emotionalen Robustheit und der körperlichen Stabilität die soziale Resonanzfähigkeit für unser Fortkommen und für unsere mentale Fitness ein ganz wichtiger Aspekt. Und dazu sind also die klassischen Soft Skills, die Entwicklung dieser Soft Skills entscheidend, denn damit gestalte ich Beziehungen, damit kann ich über meinen eigenen Schatten springen. Und auch das. Wenn Sie dieses Thema soziale Resonanzfähigkeit interessiert, wenn Sie sich in diesem Bereich gerne weiterentwickeln möchten, nehmen Sie bitte gerne mit mir Kontakt auf. Für die Entwicklung Ihrer mentalen Fitness wünsche ich Ihnen das Allerbeste. Ihr Otto Frühbauer.